wir glauben. Vielen Dank. Dankeschön. Wenn ich da gleich anknüpfen darf, ich habe in meiner Zeit, die ich Chefredakteur von Kraut und Rüben war, das waren ja immerhin 2 Jahrzehnte und dann nochmal als Herausgeber 5 Jahre dran. Ich habe oft von Rapunzel gelesen. Meine Kollegin Elisabeth Melzer, die ja als Ökotrophologin gerade die Ernährungsthemen bearbeitet hat, da habe ich so viel drüber gelesen. Und jetzt endlich als rüstiger Rentner schaffe ich es mal hierher zu kommen. Und da freue ich mich natürlich ganz besonders. Aber gut, wollen wir uns mal jetzt dem Thema Nummer 1 für Gartenfreunde zuwenden. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennen Sie den schon, Olle Kamelle, wie sich 2 Gartenfreunde unterhalten und der eine sagt, grüß Gott, Herr Nachbar, was macht denn Ihr Garten? Ach, sagt er, der Garten, fragen Sie auch nach den Schnecken. Ja, ja, die Schnecken, die sind wirklich ein Problem. Immer wenn ich sie fangen will, husch, husch, fort sind sie. Und es ist natürlich nicht so, dass die Schnecken wirklich so schnell sind. Nicht? Das wäre also was ganz Neues, aber es ist was Wahres dran, denn man kann machen, was man will. Man kriegt sie nie so ganz zu fassen. Es sind immer welche da. Deswegen heißt auch mein Vortrag und mein gleichnamiges Buch nicht der Schneckenfreie Garten. Der Verlag, der BLV-Verlag, hätte es gern gehabt, den Titel der Schneckenfreie Garten, habe ich gesagt, das gibt es nicht. Aber der Schneckenfeste Garten, dass man mit den Schnecken lebt, das ist also schon möglich, dass man mit ihnen lebt und dass die Schäden, die sie anrichten, sich in Grenzen halten. Und es ist auch so, ich halte ja auch zu anderen Themen eine ganze Reihe von Vorträgen, Boden, Kompost, Garten- und Schwimmteiche, Dachbegrünung. Am Ende kommt immer die Frage, und was machen Sie gegen Schnecken? Und ich kenne natürlich das Problem zur Genüge aus eigener Erfahrung und nehme diese Frage auch ernst. Und trotzdem meine ich, die ist doch falsch gestellt. Es muss nicht heißen, was machen Sie gegen Schnecken, sondern was tun Sie für Ihre Pflanzen, damit sie vom Schneckenfraß verschont bleiben. Und das, denke ich, das sollte also das Thema hier meines Vortrags sein. Ja, die Schnecken. Sie können große Schäden anrichten und meistens kommt es noch nicht mal so weit. Ich denke, da hat der Fotograf, der hat dann auch das extra noch so gestellt. Meistens ist ja schon so, dass die Sämlinge schon mal über Nacht abrasiert werden, dann ist gar nicht so weit. Aber Schnecken sind ja nicht nur Schädlinge. Naturschützer lehnen diese Unterscheidung zwischen Nützlingen und Schädlingen zu Recht ja auch wirklich ab. Sondern Schnecken sind auch eine Gesundheitspolizei. Hier das mit dem Katzenkot, das sieht unappetitlich aus. Aber, und auf dem Weg, da räumt man das natürlich selber weg. Aber man sieht das ja nicht immer. Das ist auch manchmal unter den Pflanzen verborgen, irgendwo in der Gartenecke, wo dann auch kranke Pflanzen dahin vegetieren und vielleicht andere durch Mehltau oder durch Pilze oder irgendwelche Läuse anstecken. Und die Schnecken, die sind dann dabei, um das wegzuputzen. Das ist also auch schon mal etwas Wichtiges. Und was machen sie? Sie nehmen diese kranke organische Substanz in sich auf, sie fressen sie, sie scheiden sie aus als Humus. Sie tun im Grunde genommen das Gleiche wie die Regenwürmer. Aus dieser Erkenntnis gibt es Leute, die schmeißen dann alle Schnecken, die sie eingesammelt haben, auf den Kompost. Natürlich tun die Schnecken dann dort auch, was die Regenwürmer tun, aber ich würde das trotzdem nicht machen, denn die vermehren sich natürlich, der Komposthaufen ist ein Dorado für Schnecken und die vermehren sich rasend und legen dort auch ihre Eier und dann bringt man ungewollt die Schnecken dann doch nachher wieder aufs Beet zurück. Es gibt denn, ich habe das mal in einem anderen Schneckenbuch gelesen, dass dann jemand dann die siebt und dann irgendwie in Plastiksäcke den Kompost noch anderswo lagert. Also ich denke mal, das ist also nicht unbedingt die Methode. Jetzt möchte ich mal mit einem weit verbreiteten Märchen aufräumen, nämlich dem mit der spanischen Wegschnecke.
Da wird immer die Story erzählt, da sind irgendwann in den 50er, 60er Jahren versehentlich ein paar Schnecken mit Gemüse in Gemüsekisten aus Spanien und Portugal hierher importiert worden. Und seitdem haben die sich rasend vermehrt, weil nämlich die, weil der Igel und andere Nützlinge die nicht mögen, die fressen die nicht. Sie haben also hier keine natürlichen Feinde. Diese Story ist falsch. Das hat der Professor Fenninger aus Frankfurt, von der Goethe-Universität Frankfurt, mit seinen Mitarbeitern herausgefunden. Diese spanische Wegschnecke, die heißt mit einem wissenschaftlichen Namen Arion lusitanicus, die gibt es wirklich, aber die gibt es denn wirklich auch nur in Spanien und Portugal. Und die, die wir als solche bezeichnen, das ist die eben nicht. Das ist eine andere Art, die hat man erstmals in den 50er Jahren in Frankreich entdeckt, also mehr Westeuropa, und dann ist sie ostwärts gewandert und kam zu uns. Warum sie sich so wahnsinnig verbreitet hat, ist halt ja nicht so genau zu ergründen. Wahrscheinlich die veränderten Umweltbedingungen haben die besonders begünstigt und die Nützlinge denn eher benachteiligt. Der korrekte wissenschaftliche Name heißt denn Arion lusitanicus augnonmabile. Das ist die wissenschaftliche Bezeichnung für eine fehlbestimmte Art. Das ist also eine andere Art als die echte spanische Wegschnecke. Es hat sich irgendwo auch eingebürgert, die Arion vulgaris zu nennen. Das ist also die hier unten. Und in Deutschen hat sich denn der Name Kapuzinerschnecke verbreitet. Achso, hier ist ja auch so ein Ding zum Zeigen, dann kann ich das ja. Es gibt denn auch noch andere Nacktschnecken, wie zum Beispiel, geht das jetzt? Ja. Wie zum Beispiel die rote Wegschnecke, die sieht man auch gelegentlich. Dann gibt es noch die schwarze Wegschnecke, die gibt es hierzulande nicht. Die ist in Skandinavien verbreitet, teilweise auch in Schleswig-Holstein, aber hier gibt es die, soweit ich weiß, nicht. Dann gibt es noch die Gartenwegschnecke, dort und die gemeine Wegschnecke und unten die genetzte Ackerschnecke, die eben auch da sind. Ich meine, im Grunde genommen, letztendlich ist es wurscht. Schnecken fressen halt und ob welche das ist, ist egal, aber einfach nur, dass man es mal weiß. Aber wenn Sie den hier, den Tigerschnegel im Garten haben, dann sollten Sie sich freuen. Mal abgesehen davon, dass es ja eine sehr schöne Schnecke ist, aber der frisst eben auch kleine Nacktschnecken. Also ist durchaus erfreulich. Ich habe da eine ganze Menge. Wenn Sie irgendwo in der Ecke alte Steine liegen haben oder alte Bretter, morsche Bretter, Balken und so, da versteckt er sich gern drunter, da fühlt er sich wohl. So, und dann das zweite Märchen, mit dem ich aufräumen möchte, ist das mit der Weinbergschnecke. Da wird immer gesagt, die frisst die Eier von den Nacktschnecken. Das tut sie leider, leider nicht. Die Weinbergschnecke, die frisst auch an Gemüse, vorzugsweise am Kohl, allerdings nicht so stark. Sie tritt ja auch selten in so großen Invasionen auf wie Nacktschnecken, sondern da hat man mal kleinere. Und man kann, auch wenn man die mal beobachtet im Garten, ist doch auch schön, wenn man die hat. Das ist ja die schönste Schnecke, die es gibt eigentlich. Wenn man die im Garten hat, freut man sich. Und wenn man sie beobachtet, dann weiß man auch, sie hat so gewisse Gewohnheiten, bestimmte Wege, wo sie immer durch den Garten geht. Und wenn es dann halt zu happig wird, kann man sie auch mal nehmen und dann irgendwo anders außerhalb des Gartens dann aussetzen. Also sie tut das leider nicht. Wenn Sie mal bei der Gartenarbeit denn hier so eine Höhlen finden mit ein paar Eiern, dann sind das die von der Weinbergschnecke. Denn die hat die Gewohnheit, dass sie sich so eine Höhlen gräbt und da ihre Eier einlegt. Während die Nacktschnecken die Eier so in Erdspalten denn ablegen oder auch unter Brettern. Ja, nach meiner Erfahrung ist der Schaden an ausgewachsenen Möhren ziemlich gering. An den Sämlingen schon. Die Sämlinge sind eigentlich durchweg alle gefährdet, erstmal, wenn sie rauskommen. Bei Kohl, da kann es ganz fies sein. Mal abgesehen davon, so, wenn sie noch an der Blattoberfläche sind und man sieht sie und erwischt sie gerade, dann kann man sie noch absammeln. Aber die kriechen dann da in die Mitte rein
Und dann erntet man den Kohl, schneidet ihn auf und kann wegschmeißen, weil die in der Mitte schon alles ausgefressen haben. Ist also nicht so. Schnecken sind zwittrige Wesen. Sie haben also männliche und weibliche Geschlechtsanlagen. Und hier diese Paarung ist von zwei Schnecken, die findet in der männlichen Phase statt. Die sind also, haben in dem Zustand die männliche Phase und sie tauschen hier ihre Spermien gegeneinander aus. In der darauffolgenden weiblichen Phase, da befruchten die mit den Spermien des Partners, den empfangenen Spermien des Partners, befruchten sie dann die Eier. Und dann kann eine einzelne Nacktschnecke kann von August bis Winteranfang, also Anfang Dezember, bis zu 400 Eier legen. Da können Sie mal sehen, das ist also schon Wahnsinn. Und wenn Sie im Garten, wenn Sie ab August, ist es ratsam, denn im Garten mal irgendwie so Bretter und Balken und sowas auszulegen, darunter, da finden Sie oftmals die Eigelege und das ist wirklich wichtig und lohnenswert, die dann abzusammeln und dann zu entfernen. Denn das bringt die Invasion mit sich. So, und wer jetzt meint, durch Zertreten oder durch Zerschneiden oder sonstige brutale Maßnahmen die Schnecken loszuwerden, hat sich geirrt. Denn Schnecken sind Kannibalen. Also auf eine getötete Schnecke kommen bestimmt 10 andere zum Beerdigungsschmaus. Das ist also kontraproduktiv und außerdem erhöht das die Brutalität des Gärtners. Sollte man also möglichst nicht machen. Dann gibt es Leute, die meinen, wenn ich jetzt im Herbst richtig spatenstich tief die Erde umgrabe, dann kommt der Frost rein und dann schade ich auch den Schnecken. Im Gegenteil. Man schafft also, wenn man so zwischen September und Anfang Dezember umgräbt, dann schafft man herrliche Schneckenverstecke. Die freuen sich, gehen ganz tief unten rein und dann sind sie geschützt. Abgesehen davon, dass Biogärtner sowieso nicht gern umgraben, weil man ja da das Bodenleben auf den Kopf stellt. Wenn Sie um der Schnecken willen umgraben wollen, dann zwischen Weihnachten und Neujahr, weil die starken Fröste, die dann wirklich tief eindringen und den Schnecken dann schaden können, die kommen ja dann erst im Januar. Außer in diesem Jahr der Klimawandel, an den ein gewisser Mr. Trump und neuerdings die AfD bei uns nicht glauben. Der Klimawandel, der lässt grüßen, denn wir haben eigentlich in diesem Januar bisher mehr oder weniger frühlingshafte Temperaturen gehabt. Also bringt eigentlich nicht so viel diese Umgraberei, jedenfalls nicht um der Schnecken willen. Man kann aber einiges tun oder lassen, vorbeugend, um eben diese Schneckeninvasionen etwas zu verringern, anzudämmen. Wer so gießt wie auf der linken Seite, der schadet einmal den Pflanzen, zumal wenn es also dann vorher so richtig heiß war oder die Sonne scheint, weil da kommt kaum was an die Wurzeln und den Schnecken wird es erleichtert, auf die Pflanzen draufzukommen. Hier der Afrikaner, den habe ich mal auf der IGA in Hamburg fotografiert, der hat wahrscheinlich in seinem Heimatland gelernt, sorgsam mit dem Wasser umzugehen. Der macht es vorbildlich, der geht mit dem Gießrohr wirklich an jede einzelne Pflanze, da hat die einzelne Pflanze was davon. Genauso hier, wenn man so gießt wie auf der linken Seite und denn das vielleicht noch abends nach Sonnenuntergang, dann da kann man sicher sein, dass die Schnecken über Nacht eine irrsinnige Fressorgie veranstalten. Am nächsten Morgen ist alles abrasiert. Besser ist es so, vor allen Dingen bei den jungen Pflanzen, dann kommt das den Wurzeln zugute, also das nicht nur im Hinblick auf die Schnecken, ist auch sowieso besser, kommt den Pflanzen zugute. Wenn man so gießt, muss man auch nicht so oft gießen, sondern da reicht mitunter einmal angießen und dann wirklich, wenn es mal ganz extrem ist, dann nochmal. Rundum bleibt die Erde trocken und das bedeutet natürlich, dass die Schnecken nicht so gut auf der trockenen Erde vorankommen. Ja, auch das, auch gärtnerisches Grundwissen,
Wassersparen durch Hacken mit einer Flachhacke. Durch die Verdunstung entstehen im Erdboden feine Haarrisse. Und wenn man also den Boden mit einer Flachhacke so durchhackt, dann unterbricht man diese Kapillaren. Dann bleibt die Feuchtigkeit länger in der Erde. Aber oben ist es trocken auch, und auch da kommen die Schnecken nicht so schnell voran. Mulchen. Es ist also, ich würde mal sagen, ein Gerücht, dass also Mulch mehr Schnecken anlockt, als vorher schon sowieso da waren. Aber Mulchen hält auch, eine Mulchdecke hält den Boden länger feucht. Die Pflanzen haben mehr davon, sie können sich besser mit Wasser versorgen, sie können sich besser ernähren. Die Mikroorganismen sind aktiv. Und wenn die Schnecken, die fressen dann halt auch den Mulch ab, jedenfalls ist es auch nicht schlimmer. Ist auch, sagen wir mal, über Eck gesehen, eine Maßnahme. Und wenn man davor, das haben Sie gesehen, das war Rasenschnitt zum Mulchen, wird häufig verwendet. Ich habe zum Beispiel gar keinen Rasen im Garten. Ich sehe dann zwischen den Reihen immer Perserklee aus. Perserklee ist ein wunderbarer einjähriger Klee, der läuft ganz schnell auf. Und außerdem ist es eine Leguminose. Schmetterlingsblütler sammelt in Symbiose mit den Knöllchenbakterien noch Stickstoff. Und wenn das so hoch geworden ist wie da, also ein bisschen zu hoch geworden, dann schneide ich den mit der Rasenschere ab, lasse ihn als Mulch liegen. Und das Schöne an diesem Klee ist, der wächst die ganze Vegetationsperiode immer wieder nach. Nur im Winter friert er dann ab. Also ich habe ihn dann nicht im nächsten Jahr als lästiges Unkraut, sondern friert er ab. So habe ich den Boden immer bedeckt und die Pflanzen sind gesund und widerstandsfähig. Ist, wenn man, sagen wir mal, über Eck gedacht, auch eine gute Maßnahme gegen Schnecken. Ach so, was ich Ihnen sagen wollte, ja, lassen wir nochmal. Sie sehen natürlich hier, dass zwischen meinen Beeten habe ich Bretter ausgelegt, als Trittpfade. Denn sahen die Leute, die in meinen Garten kommen, ja, sammeln sich darunter nicht die Schnecken, sage ich, ja, ja, natürlich, das tun sie auch, das will ich ja. Dann muss ich nicht nachts mit der Stirnlampe rumlaufen, sondern, ja, das machen Leute, nicht? Das ist also, ich will jetzt sagen, ein bekannter Fernsehjournalist, der auch mein Freund ist, der erzählt das in jedem seiner Vorträge, dass er nachts mit der Stirnlampe rumläuft, um Schnecken zu sammeln. Nicht? Dann nimmt er immer so eine Salatzange dazu, nicht? Weil das ist nicht, ja, Quatsch. Hier, ich kann zu jeder Tageszeit kann ich die Bretter umdrehen und die Schnecken absammeln. Und dann kommt die Frage, ja, und was machen Sie dann mit den Schnecken? Dann sage ich, die sammle ich alle in einen Eimer und dann gehe ich damit raus aus dem Garten. Da ist dahinter eine Wiese und ein Gehölzstreifen und da kippe ich sie dann alle aus, da setze ich sie aus. Dann sagen sie alle, ha, die kommen doch wieder. Ich sage, nein, kommen sie nicht. Nämlich in England, da haben Wissenschaftler das ausprobiert. Die haben irgendwie die Schnecken wohl markiert und haben festgestellt, wenn man sie weiter als 20 Meter vom Garten entfernt aussetzt, kommen sie nicht zurück. Ich trage sie 50, 60 Meter weit weg. Es ist natürlich so, ich habe meinen Kreativgarten auf einem Bauernhof und da sind rundum Wiesen und Felder und da kommen dann immer, egal was ich mache, kommen immer Schnecken zugewandert. Ich reduziere sie halt immer wieder mal durch Absammeln, nicht? Und ob es jetzt denn die gleichen sind oder andere, ja gut, also auf jeden Fall, selbst wenn sie zurückgeben, die brauchen ganz schön lange, bis sie denn die 50, 60 Meter geschafft haben. Aber wie gesagt, englische Wissenschaftler haben rausgefunden, die kommen also denn nicht wieder, also wenn sie mehr als 20 Meter weit entfernt ausgesetzt werden. So, dann kann man allerlei Barrieren gegen Schnecken errichten. Hier oben das mit dem Sägemehl halte ich für ziemlich bedenklich. Aus zweierlei Gründen. Erstens mal ist es natürlich so, das hilft natürlich erst so lange nur, bis so wie es trocken bleibt. Wenn es dann mal regnet, dann kriechen die Schnecken doch drüber. Man kann natürlich dann hingehen und immer wieder das auflockern, sodass das Trockene wieder nach oben kommt. Aber ich habe da auch aus anderen Gründen Bedenken. Denn Sägemehl ist ja zerfasertes Holz und Holz besteht zu einem großen Teil aus Kohlenstoff. Nun, wenn das da liegt, das wird dann auch wird mit der Zeit feucht und die Mikroorganismen aus dem Boden, die begeben sich jetzt dran und wollen das zersetzen. Um das zu verarbeiten, brauchen sie Stickstoff.
Und woher nehmen sie den Stickstoff? Den holen sie aus dem Boden und entziehen dann möglicherweise den Pflanzen. Wenn man sowas also macht, sollte man das möglichst großräumig ums Beet machen, vielleicht auf dem Wege, dann nutzt das vielleicht eher was. Aber wie gesagt, es hilft natürlich nur so lange, wie es denn trocken bleibt, nicht? Also eine gewisse Zeit. Dann Eierschalen, also wenn das Gärtnerin oder Gärtner flächendeckend machen will, dann kriegt sie oder er über kurz oder lang dann vielleicht mal Probleme mit dem Cholesterinspiegel. Vielleicht zu Ostern hat man vielleicht genügend Eierschalen zusammen oder wenn es mal ein Familienfest gibt und da hat man viel Kuchen gebacken, sonst kann man natürlich die Schalen auch sammeln. Aber ich sage letztendlich, es ist sicher nicht praktikabel, jetzt das ständig für einen großen Garten anzuwenden, sondern mal so für einzelne Pflanzen, da mag das helfen. Schneckenzäune, die sind auch recht wirksam. Zum Beispiel Schneckenzäune jetzt dieser Art, die gibt es aus Blech, aus Kunststoff oder eben wie hier aus diesem Gazedrahtgewebe. Die funktionieren in der Weise, dass also hier diese Kante, die ist um 30 Grad, 7 cm um 30 Grad nach außen abgeknickt. Und wenn jetzt die Schnecken hier ankommen und da hochkriechen, dann kriegen sie diese Kurve, die kriegen sie meistens nicht. Vorausgesetzt natürlich, dass das wirklich auch immer so bleibt und dass da nicht durch Grashalme oder sonstige Pflanzenteile ungewollt Brücken für die Schnecken gebaut werden. So werden die Invasionen abgehalten. Ich bevorzuge diese Variante hier mit dem Gazedraht, weil da bin ich nicht an feste Teile gebunden. Den kann ich mir zurechtschneiden, mit der Blechschere zurechtschneiden, wie ich es haben will. Ich kann auch mal etwas zurechtschneiden, um eine einzelne Pflanze zu schützen, so im Karree. Ein weiterer Vorteil ist der, dass dieses Gazedrahtgewebe im Garten viel dezenter wirkt als so eine Blech- oder Plastikteile. Das ist also so gesehen schöner, das nimmt man dann gar nicht mehr so wahr. Es gibt zwei Nachteile. Einmal ist das sehr biegsam, diese Kante. Wenn ich da mal versehentlich mit dem Fuß gegenkomme, dann ist sie schnell zusammengedrückt. Also ich muss immer darauf achten. Der andere Nachteil ist der, dass sich kleine Schnecken denn auch wirklich da durchzwängen. Wichtig ist natürlich, dass hier diese Stöße und Eckverbindungen, dass die wirklich auch immer dicht sind, denn Schnecken, die können sich wirklich also durch erstaunlich kleine Ritzen und Löcher da zwingen. Dann hier Kupfer, das sieht hier sehr elegant aus. Das funktioniert wohl so, ich habe das selber nicht ausprobiert, muss ich ehrlich sagen, aber es ist wohl so, dass der Schneckenschleim chemisch mit dem Kupfer reagiert. Und das mögen die Schnecken nicht, das ist denen unangenehm, deswegen soll es sie abhalten. Es gibt denn noch eine Variante, es gibt also auch elektrische Schneckenzäune, die dann mit einer 9-Volt-Batterie betrieben werden. Ich habe das ehrlich gesagt nicht ausprobiert. Einer meiner Söhne, der hat das bei sich installiert, der sagt, das ist sehr gute Erfahrung und ich habe auch von anderen gehört, dass das gut funktioniert. Ich muss sagen, auch wenn es nur eine 9-Volt-Batterie ist, mir widerstrebt das, da extra Strom einzusetzen, nur um die Schnecken abzuhalten. Also muss nicht unbedingt sein. Ja, dann kann man sowas eben auch einzeln kaufen. Das sind dann entweder hier aus Plastik oder aus Blech. Ich weiß nicht, vielleicht hat von Ihnen mal jemand vor ein Jahr Zeit diese Sendung im Fernsehen, so um die Mittagszeit gibt es da immer das ARD-Buffet gesehen. Das ist so eine Kochsendung, da ist dann so ein mehr oder weniger berühmter Koch, der brutzelt da was. Und während der brutzelt, werden so am Rand einige andere Dinge denn noch gezeigt, irgendwelche floristische Basteleien oder so. Oder da hat man dann einmal einen kleinen Film noch gezeigt, wo man da im Studio oder wo dann solche Schneckenbarrieren ausprobiert hat. So ein Ding hatten sie da, das allerdings nicht aus Plastik, sondern aus Stahlblech. Und dann haben sie also festgestellt, das nutzt nicht viel. Was sie aber gemacht haben,
Ist natürlich klar, wenn Sie das denn zeigen, wenn der da brutzelt, können Sie nicht die ekligen Nacktschnecken nehmen. Da haben Sie Weinbergschnecken hingestellt. Was haben die Viecher gemacht? Einer hat sich unten hingesetzt und die andere ist oben drüber gekrochen. Ne? Und ja, und dann sagt noch der Vinzenz Klink, ja, die mit den Häusle da, die Weinbergschnecken, die sind total lecker, die sind eine Delikatesse. Die Weinbergschnecken sind eine geschützte Art. Also jedenfalls im Garten und in der freien Wildbahn darf man die nicht töten. Vielleicht weiß ich die, ich weiß gar nicht, ob das heute noch gemacht wird. Aber ich muss sagen, das Fernsehen ist doch ein furchtbar dummes Medium. Ne, da ist, also, was aber funktioniert, und das haben die auch rausgefunden, und das kann ich nur bestätigen, das ist also ziemlich neu. Studenten, inzwischen sind es, glaube ich, Diplom-Ingenieure der Universität Kiel, die haben einen Anstrich entwickelt, den streicht man wie einen Lack auf eine Unterlage und der ist dann so glatt, dass die Schnecken dran abrutschen. Das Mittel heißt Schnexagon. Und Voraussetzung ist natürlich, dass man dann eine Unterlage hat, wo man es draufstreichen kann. Schnexagon. Ja, mit X in der Mitte, ne? So haben sie es genannt. Da ist also entweder, dass man wieder oben eine Holzkante hat oder dass man ein Hochbeet hat oder ein Frühbeetkasten, wo man es draufstreichen kann. Dann habe ich auch die Erfahrung gemacht, wichtig ist, dass dieses Holz einigermaßen glatt ist. Wenn das, also muss nicht unbedingt gehobelt sein, aber wenn es sägerau ist, dass es nicht zu viele Risse hat, denn das kennen Sie auch vom Lack oder von der Farbe, wenn Sie da was drauf pinseln, das verschwindet da drin, das nutzt ja nicht viel, muss einigermaßen glatt sein. Und dann natürlich auch hier, da müssen dann die Ecken und so, das muss sonst auch dicht sein, sonst kommen die Schnecken eben dadurch. Ich habe das auch in der Weise so für einzelne Pflanzen probiert. Da habe ich einen alten Plastiktopf genommen, so einen größeren, den Boden ausgeschnitten, rundherum auch das Schnexagon draufgestrichen und über eine Pflanze gestülpt, sodass dann oben der Schopf dann rausguckte. Und da hat das nicht gehalten, da ist das abgeplatzt. Aber hier, das geht. Ich habe zum Beispiel auch für einzelne Pflanzen so 20 cm hohe Zargen zusammengenagelt und die dann angestrichen. Und das ging also recht gut und das hält auch relativ lange an. Also einige Wochen hält dieses Schnexagon. Ist nicht billig, das Zeug. Und es ist ziemlich schnell verbraucht. Also wenn Sie wollen, ich habe in meinem, Sie können sich das ja dann angucken, in meinem Buch habe ich hinten auch Bezugsquellen, da ist auch, da steht auch drin, wo Sie Schnexagon bekommen und andere Mittel. So, dann gibt es auch Globulis. Da gibt es diesen Narayana Verlag oder so, der also nicht nur Bücher, sondern alles Mögliche, so homöopathische Dinge vertreibt. Ich habe das mal ausprobiert mit wechselndem Erfolg. Das ist also ganz einfach zu handhaben. Man löst so ein paar Globulis in Wasser auf, in einem bestimmten Verhältnis. Und dann kann man das über die Pflanzen sprühen und das soll auch wirksam sein bei Regen. Bei mir mit wechselndem Erfolg. Manchmal habe ich gedacht, ja, das hilft ja tatsächlich und dann ein andermal, dann waren sie wieder doch weg. Muss man eben selber mal ausprobieren. Ich denke mal, ich will also jetzt nicht das belächeln oder so und auch nicht andererseits auch nicht anpreisen als das Mittel. Ich denke mal, all diese Mittel, die biologischen Mittel auch, die wirken an der einen Stelle mehr, an der anderen Stelle weniger. Man muss das immer im Zusammenhang mit dem Ganzen sehen, auch wenn die Pflanzen, ob sie eben sonst auch kräftig sind oder so, dann ist das vielleicht eine Verstärkung. Das wird auf der Basis, das ist eine C15-Konzentration und das ist auf der Basis von Efeu. Da ist mir dann schon mal der Gedanke gekommen, da könnte ich ja auch mal probieren, eine Jauche oder einen Tee zu machen aus Efeublättern, das über die Pflanzen zu sprühen. Es gibt ja auch so eine Tipps, man kann also zum Beispiel Holunderblätter verjauchen, Rhabarberblätter, Adlerfarn und das dann über die Pflanzen sprühen, so immer so im Verhältnis mit Wasser verdünnt 1 zu 1 oder 1 zu 5, 1 zu 10. In einem Buch habe ich sogar gelesen,
Da empfiehlt jemand eine Begonienblätterjauche. Jetzt frage ich Sie, wer hat so viel Begonien im Garten, dass er davon eine Jauche ansetzen kann und dass die Begonien hinterher nicht total zerrupft aussehen? Nicht? Also da müsste einer ja da etliche Beete nur um der Begonienblätterjauche beete, damit Begonien, also halte ich jetzt für Unsinn. Nicht? Aber gut, man kann ja alles mal ausprobieren. So, dann wichtige Voraussetzungen. Erstens mal, ganz wichtig, gesunde Pflanzen ranziehen. Gesunde Pflanzen sind widerstandsfähiger gegen sogenannte Schädlinge aller Art, eben auch gegen Schnecken. Und das heißt in erster Linie nicht mineralisch, sondern organisch düngen. Also keine Kunstdünger wie Blaukorn düngen, denn die lösen sich bei Feuchtigkeit auf wie ein Stück Zucker. Die Pflanzen, die erhaschen, was sie da kriegen können, und dann werden die aufgepusht und sind also für Schnecken viel eher ein Leckerbissen. Organische Dünger, die werden von den Mikroorganismen erst zersetzt, in die Tonhumuskomplexe eingebaut, und die Pflanze kann sich so ernähren, wie sie es braucht. Und wann braucht sie Nährstoffe? Wenn die anderen Wachstumsfaktoren da sind, in genügender Form, wenn es ausreichend hell ist, wenn sie genügend Wärme und Feuchtigkeit haben, und dann kriegen sie auch diese Nährstoffe. Also wachsen Pflanzen gesünder voran, als wenn man sie mineralisch düngt. Dann wichtig, eben egal ob Sie jetzt selber Pflanzen ranziehen, da natürlich größte Sorgfalt walten lassen, dass Sie wirklich gesunde Pflanzen kriegen, kräftige, gesunde Pflanzen, widerstandsfähige Pflanzen, die auch rechtzeitig, wenn Sie sie im Gewächshaus oder im Frühbeet anziehen, die dann auch abgehärtet werden, bevor Sie auspflanzen. Und wenn Sie welche kaufen, dann lege ich Ihnen ans Herz, also bitte nicht irgendwo im Supermarkt oder Baumarkt, wo sie in der Ecke rumflatschen und nur billig sind, sondern kaufen sie bei den Gärtnern. Denn wenn man bedenkt, was durch TTIP und so auf die deutschen und europäischen Gärtner zukommt, das muss furchtbar sein. Deswegen haben die unsere Unterstützung verdient, vor allen Dingen die Biogärtner. Also gutes Saatgut, gute Pflanzen, gutes Saatgut sowieso, gute Qualität einkaufen, auch wenn es etwas teurer ist. Dann mache ich eins, ich sagte schon mal, die Sämlinge, die sind überall gefährdet. Ich streue dann, wenn die Saat aufgelaufen ist, einfach abends, bevor ich den Garten verlasse, Urgesteinsmehl darüber. Das schadet den Sämlingen überhaupt nicht. Im Gegenteil, da ist Kieselsäure drin, kräftigt noch die kleinen Keimblättchen. Und für die Schnecken muss das so sein wie für uns, wenn uns jemand Sand in den Salat streut, den mögen wir auch nicht mehr essen. Also ist eine gewisse Barriere. Hilft natürlich nur so lange, wie es trocken bleibt, ist ganz klar. Ist aber eine Möglichkeit. Eine andere Sache, Gemüse, also Fliese oder Gemüsefliegennetze, die sind natürlich nicht jetzt zur Schneckenabwehr eigentlich gedacht. Die Fliese eben, um einen gewissen Kälteschutz zu geben, und die Gemüsefliegennetze, um zum Beispiel die Kohlfliege oder einen Kohlweißling oder andere abzuhalten. Wenn Sie die aber am Beetrand in die Erde eingraben, dann kommt da auch keine Schnecke mehr ran. Vorausgesetzt, dass nicht auf den Beeten schon genügend Schnecken sind. Das können Sie ja vielleicht auch testen, indem Sie vorher Bretter zwischen den Reihen auslegen und dann auch mal umdrehen und gucken, sammeln sich da Schnecken oder nicht. So, und das ist, jetzt komme ich zum brutalen Teil des Vortrags. Es gibt leider immer noch dieses Schneckenkorn auf der Basis von Metallöid. Das wirkt in der Weise, dass den Schnecken der ganze Schleim, der für sie ja lebenswichtig ist, auf dem sie sich fortbewegen, entzogen wird. Sie werden also richtig ausgetrocknet. Das ist eine wahnsinnige Tierquälerei. Und außerdem, auch wenn die Industrie das abstreitet, ich denke mal, auch wenn der Igel zum Beispiel so ein Tier frisst, dann wird er vielleicht nicht direkt davon sterben, aber gesundheitsfördernd ist das für den Igel sicher auch nicht. Also es ist auch für andere Tiere sicherlich von Nachteil. Und mal abgesehen, Hand aufs Herz, wer will denn so eine Sauerei im Garten haben? Ne? Das ist also auch nichts. Dann gibt es seit vielen Jahren mittlerweile schon ein anderes Schneckenkorn auf der Basis von Eisen-3-Phosphat. Das ist nicht wirklich ein Gift, sondern das ist ein Stoff, der kommt im Boden sowieso in irgendeiner Form vor.
Aber dann muss man mal eins sagen. Wenn man jetzt der Empfehlung der Herstellerfirma folgt, man soll das also nicht jetzt punktuell ausstreuen, sondern richtig großzügig, flächendeckend über einen ganzen Garten, dann kriegen die Mitarbeiter dieser Herstellerfirma nach einer schneckenreichen Saison eine Sondergratifikation. Und Gärtnerinnen und Gärtner, die das gemacht haben, die können Privatinsolvenz anmelden. Ist nämlich teuer. Was aber viel schlimmer ist, dieses Schneckenkorn schont auch nicht die Weinbergschnecke. Und wie ich sagte, die Weinbergschnecke ist eine geschützte Art. Die darf nicht getötet werden. So gesehen müsste dieses Schneckenkorn und jedes andere Schneckenkorn eigentlich verboten werden. Nicht? Denn es gibt kein selektives Schneckenkorn. Und ich denke mal, auch der Tigerschnegel wird da nicht geschont. Also wenn dieses dann wirklich nur im äußersten Notfall und vielleicht in einem abgegrenzten Bereich, wo andere nicht so hinkommen, aber ich habe das früher auch ausgestreut, ich mache das nicht mehr, ich komme auch so zu Potte. So, und dann, das hätte ich an den Anfang setzen sollen, sogenannte Nützlinge. So genannt sage ich jetzt nicht, weil es sondern eben wegen der Einteilung, sie sind eben in unserem Sinne sind sie nützlich. Laufkäfer fressen kleine Nacktschnecken und deren Eier, die Erdkröte natürlich, die Amsel auch schon mal, Igel, also verschiedene. Und man muss da gar nicht viel dafür tun, um die im Garten zu halten. Da lässt man mal irgendwo unter Gehölzen einen Laubhaufen liegen, schafft nicht alles aus dem Garten, sondern macht mal einen Haufen, einen Reisighaufen drüber und da kommen die. Und für die Amsel oder andere Vögel ein paar Nistgelegenheiten und vor allen Dingen auch Pflanzen, die dann auch Samen spenden, im Samen und Früchte als Nahrung spenden. Dann haben sie genügend natürliche Gegenspieler, die dann die Schnecken im Garten eben verringern, reduzieren. Das ist also auch ganz wichtig und unerlässlich. Laufenden, das ist natürlich schön, kann man machen, kann nicht jeder so machen. Erstmal, bevor man sich die anschafft, muss man wissen, für Laufenden gilt, was für alle anderen Tiere auch gilt, wer sich Haustiere hält, muss sich drum kümmern. Das ist also wichtig. Man kann also nicht sagen, so jetzt geht in den Garten und dann passt auf, dass keine Schnecken kommen. Das tun sie nicht. Die fressen dann natürlich irgendwann auch mal vom Salat. Also das heißt, sie brauchen ein Gehege, das artgerecht ist. Das heißt also so eine Rasenfläche mit ein paar anderen grünen Wildpflanzen, wo sie dran knabbern können. Sie brauchen einen kleinen Tümpel, wo sie dann trinken können und ihre Schnäbel vom Schneckenschleim befreien können, also ausspülen können. Wichtig ist eben auch, dass sie für die Nacht einen Stall haben, wo sie vor Fuchs und Marder sicher sind. Und dann funktioniert das recht gut. Also selbst Profis, zum Beispiel Staudengärtnerei Geismeier in Illertissen ist Ihnen sicher bekannt, der hat eine ganze Schar von Laufenten darum laufen. Ich habe mal gefragt, wie sind eigentlich, aber der lässt sie wirklich nur darum laufen, die sind also nirgendwo eingespart, ist natürlich auch ein Riesengelände. Und ich habe mal gefragt, wie ist das denn, richten die Schaden an? Und er sagt da eigentlich kaum, die treten mal hier und da ein bisschen was platt, aber sonst ist das eben nicht so schlimm. Und dann habe ich mal gefragt, ja, und kommen die dann nachts denn auch in den Stall? Und da sagt er, ja, einmal hat er es vergessen und hat gleich der Fuchs zwei geholt. Also muss man schon drauf aufpassen. So, und am allerbesten ist es natürlich, wenn man Pflanzen hat, die gar nicht von den Schnecken gemocht werden, die also von Schnecken verschmäht werden. Ich habe da einmal eine Liste zusammengestellt aus meinen eigenen Erfahrungen. Ich muss das aber immer sagen mit dem Vorbehalt. Ich habe nachher auch noch ein Beispiel, dass das also nicht immer funktioniert, sondern da spielen gewisse Umstände sicherlich eine Rolle. Wie gesund sind die Pflanzen?
was haben Sie an Nährstoffen, an Spurenelementen aus dem Boden, wie ist das mit dem Klima? Man kann das nicht immer beeinflussen. Das kann also nur ein Anhaltspunkt sein. Also so habe ich also festgestellt, dass Chinakohl, auch anderer Kohl, Kopfsalat, Endivien, die sind und oder auch Mairüben oder aus meiner alten Heimat die Teltow-Rübchen, die also so sehr schön sind, die sind also ziemlich stark gefährdet. Man kann eigentlich sagen, auch alle Sämlinge sind stark gefährdet. Die sind also ganz schnell da. Nicht? Und bei den Kräutern ist auch so, viele sind gar nicht so stark gefährdet, nur jeweils nach den Umständen. Sehr gefährdet sind unter den Blumen sind Kosmeen, Schleierkraut, Sonnenblumen, auch Zinnien. Aber vielleicht haben Sie da auch ganz andere Erfahrungen mit der Gefährdung. Und dann habe ich eine Beobachtung gemacht, mal. Und zwar am Pflücksalat. Sie kennen das ja, man hat den Pflücksalat, der wächst dann so hoch und dann erntet man von unten nach oben so nach und nach alle Blätter ab. Oben bleibt ein Blattstoff stehen und wenn man das nicht rausreißt, dann blühen die, hat schöne gelbe Korbblüten, sieht ganz hübsch aus. Und ich bin ja nicht der Typ, der dann im Herbst alles umgräbt. Ich habe so einen stehen lassen. Und im nächsten Frühjahr fand ich dann unten lauter Sämlinge davon. Der hat sich also selbst ausgesät. Die habe ich auf ein anderes Beet pikiert und daneben genau die gleiche Sorte nochmal ausgesät. Und siehe da, als die aufgelaufen sind, haben mir über Nacht die Schnecken die frisch ausgesäten abrasiert und die anderen haben sie stehen lassen. Also Pflanzen, die sich selbst aussäen, sind dann doch irgendwie robuster. Der Samen, der hat irgendwie was mitgekriegt im Winter, dass die robuster sind. Eine ähnliche Erfahrung habe ich gemacht mit Sonnenblumen. Habe versucht, Sonnenblumen so auszusehen, Sämlinge kommen raus, abrasiert. Dann habe ich sie großgezogen und zwar wirklich so groß, dass er also schon Haare an den Stängeln haben. Auch nichts genutzt. Die haben sie irgendwo durchgeraspelt und dann war es auch vorbei. Und dann hat man mitten im Garten einen Vogel wohl so im Vorüberfliegen einen Kern fallen lassen. Da ist eine Sonnenblume draus gewachsen, über 3 Meter hoch und so einen dicken Stängel. Ja, also das mit der Selbstaussaat funktioniert natürlich nur, wenn es sich bei den Mutterpflanzen nicht um F1-Hybriden, sondern um samenfeste Sorten handelt. Weil sonst kriegt man eben nicht die Sorte der Mutterpflanze wieder, sondern irgendwas anderes. Das kann vielleicht auch ganz gut sein, aber es kann genauso gut sein, dass dann schlechte Eigenschaften der Vorfahren doch wieder da rauskommen. Ne? Das ist also wichtig. So, und dann hat die Tochter von Dieter Geismeier, Sarah Bauer, hat mir auf meinen Wunsch hat mir 3 Pläne gemacht mit schneckenfesten Stauden. Also es ist so, wenn Sie mal in die Homepage von der Staudengärtnerei Geismeier gehen und mal gucken so nach verschiedenen Stauden, da steht immer dann auch drin, manches steht eben nicht drin, wenn die von Schnecken befallen werden, dann steht da nichts. Aber wenn keine Gefahr besteht, dann steht daneben auch dran keine Gefahr. Also so kann man das denn sehen. Und da kriegen Sie also, Sie werden wahrscheinlich nicht die ganzen Seiten da durchgehen und welche nicht. Ich habe da auch aufgrund der Recherche eben hier eine Liste von 100 schneckenfesten Stauden zusammengestellt. Aber wenn Sie was Bestimmtes suchen, dann finden Sie da, wenn kein Hinweis ist, dann wissen Sie, naja, könnte vielleicht sein. Und wenn da extra steht, keine Gefahr. Ich weiß, der Geismeier, der probiert, der pflanzt die in seinem Mutterpflanzenquartier aus und der verkauft nichts, wovon er selber nicht auch überzeugt ist. Und seine Tochter hat dann auf meinen Wunsch diese Pläne für mich gemacht. Da sehen Sie, da ist also für den Sonnen, das sind 1,5 mal 2,5 Meter. Da ist also die Schafgarbe drin, die Goldwolfsmilch, Steppenwolfsmilch. Und so weiter. Sie können da vielleicht, ich weiß nicht, ob Sie das von hinten lesen können, Bartblume zum Beispiel, Küchenschelle, ich will das jetzt nicht. Also das sind schon eine ganze Menge und man kann, wenn Ihnen das gefällt, kann man das also diese Stücke aneinander machen und eine richtig schöne lange Rabatte draus machen oder eben vielleicht ein paar andere noch dazufügen. Denn das
Nächste ist dann für Halbschatten, also wenn nur die Hälfte des Tages da die Sonne drauf fällt oder vielleicht Bäume so einen gesiebten Schatten denn geben. Da ist also auch, gibt es also auch dann immerhin 10 verschiedene Stauden, die, mit denen man gestalten kann. Und dann auch für den Schatten, da gibt es dann auch, das wäre jetzt müßig, Ihnen das alles vorzulesen, manches können Sie sehen, sonst können Sie auch in meinem Buch das mal nachlesen. Nicht? Da sind also ganz schöne Sachen drin, wie Schaumblüte, Horsttier, Ungerwurz, der Wurmfarn und so weiter. Nicht? Das sind also ganz tolle Pflanzen. Dann habe ich die Sarah Bauer mal gebeten, sie soll mir doch auch mal so ein paar Highlights da raussuchen, was sie also empfehlen würde als schneckenfeste Staude. Da hat sie da die Goldwolfsmilch. Das ist eine Wieseniris, nicht die übliche Iris sibirica, sondern wieder noch eine andere Tetraseptiosa oder so heißt die. Ich habe das jetzt vergessen. Und da fällt mir gerade ein, ich habe mit der Iris sibirica, ich habe mit der Iris sibirica mal auch eine Erfahrung gesammelt. Ich habe früher mal in Baden gelebt, in Offenburg. Baden, von der Sonne verwöhnt, sagt man ja, also schon fast mediterranes Klima. Und da habe ich eine Iris sibirica neben den Teich gepflanzt, also ans Teichufer, aufs Trockene. Die hat nie geblüht, weil die Schnecken immer dran hochgekrochen sind und dicht unter der Knospe haben sie durchgeraspelt und dann knickte die Knospe um. Dann bin ich 1989 umgezogen nach Vaterstetten bei München, habe da auch wieder einen Teich angelegt und ich hatte einen kleinen Ableger von dieser Iris sibirica mitgenommen und dann wieder dahin gepflanzt. Seither ist nie wieder eine Schnecke dran gekommen. Also so, warum das so ist, da kann man nur spekulieren. Das kann also sein, dass, dass der Boden die Pflanze etwas härter, widerstandsfähiger macht. Ja, andere Spurenelemente drin oder weiß der Geier was. Das Klima, das also in Bayern etwas rauer ist als in Baden, dass das dazu beigetragen hat, die Pflanze härter gemacht hat. Jedenfalls, ich habe da, das wächst bei mir wie Unkraut. Ich habe es im zweiten Garten auch und die blühen jedes Jahr und da geht keine einzige Schnecke dran und ich habe genügend Schnecken. Also das sind auch so Dinge, wenn Sie das so lesen oder hören von mir und ich sage, die eine Staude, die ist schneckenfest und die andere nicht. Oder Sie gucken bei Geismeier oder sehen es in meinem Buch. Sie können das nur immer so als Anhaltspunkt nehmen und müssen es dann selber überprüfen. Es kann auch ganz anders sein. Die Natur ist eben nicht so simpel wie Technik, sondern es gibt immer viele Ursachen und viele Dinge, die ineinander greifen und die zusammenspielen. Und dann muss man einfach sehen und seine Erfahrungen dann sammeln. Pfingstrosen sind in der Regel, hier, das ist eine Edelpfingstrose, die ungefüllten sind natürlich besonders schön, auch für die Bienen und anderen Insekten. Die Pfingstrosen sind eigentlich auch ziemlich schneckenfest. Und dann diese hier, ist schade, auf dem Foto ist das nicht so richtig rausgekommen. Die hat eigentlich so hellblaue Blüten. Das ist der Blausternbusch, Amsonia. Ganz wunderbar habe ich bei mir auch im Garten und auch die ist absolut schneckenfest. Also eine ganz schöne Staude. Was haben wir denn noch? Das ist die Indigoblume da drüben, dann die Goldlupine, der Balkanbeerenklau, die, wie heißt das Ding nochmal hier? Irgendwo habe ich es aufgeschrieben. Also irgendeine Distel, Edeldistel oder so, weiß ich jetzt nicht. Das ist nur eine kleine Auswahl. Oder da eben die Elfenblume, die Horsttier-Ungerwurz oder der Wurmfarn. Das sind nur so ein paar Highlights von schneckenfesten Stauden und da gibt es noch viel mehr. Und selbst wenn Sie jetzt zum Beispiel den Rittersporn gern haben, der wird sofort abgefressen. Aber wenn Sie jetzt viele dieser schneckenfesten Stauden haben und sagen, ich will jetzt aber unbedingt einen Rittersporn haben, dann können Sie sich auch auf den konzentrieren und den einen dann einfach mal schützen. Habe ich auch so gemacht, jetzt nicht mit dem Rittersporn, sondern ich habe mehrmals versucht, den
den Wasserdost, diesen großen, da anzusiedeln. Und da sind die Schnecken auch immer drüber gegangen. Jetzt habe ich eben mit den Brettern so eine Schneckenbremse da drumherum gebaut. Und siehe da, er ist vorher ja gekommen. Also so kann man das denn machen und kann das miteinander vereinigen. Ja, damit wäre ich am Schluss, am Ende angekommen. Und ich denke mal, etwas für die Pflanzen tun, nicht gegen den Schnecken, keine Aggression, keinen Krieg im Garten führen, sondern die Herausforderung suchen, mit den Schnecken zu leben, ohne dass die Schäden, die Schnecken anrichten, allzu groß sind. So kann man also aus einem Ärgernis doch ein interessantes Thema entwickeln und Ideen entwickeln, kreativ sein und auch da vieles an andere Gartenfreunde weitergeben. Damit danke ich Ihnen und wünsche Ihnen, dass also ein erfolgreiches, friedvolles Jahr, Gartenjahr mit und ohne Schnecken und wenn mit Schnecken, dann trotzdem erfolgreich und fröhlich. Vielen Dank.